Drei Blondinen regen sich über die Weihnachtsgeschenke ihrer Freunde auf. Da sagt der erste: Ey, hört mal her, mein Freund, der ist so dumm, der hat mir ein Buch geschenkt, obwohl ich nicht mal lesen kann. Da sagt die zweite: Ach, das ist doch gar nichts, mein Freund ist viel dümmer, der hat mir ein Schreibset geschenkt, obwohl ich nicht mal schreiben kann. Da sagt die dritte: Mädels, hört mal her, das ist doch alles gar nichts, mein Freund ist der Allerdümmste, der hat mir einen Deo-Roller geschenkt, obwohl ich nicht mal einen Führerschein habe. Sie fragt ihn so beiläufig: Schatzi, was schenkst du mir denn eigentlich zu Weihnachten? Hast du schon eine Idee? Daraufhin sagt er: Ja, na klar, ich hab dir sogar schon was gekauft. Schau doch mal aus dem Fenster. Siehst du den metallic-roten Audi? In genau dieser Farbe ist dein niegelnagelneuer Staubsauger. Alle Jahre wieder. Mit 5 Jahren lachst du über die betrunkene Tante. Mit 15 Jahren schämst du dich für die betrunkene Tante. Mit 25 Jahren trinkst du mit der betrunkenen Tante. Und mit 35 Jahren bist du die betrunkene Tante. Frohe Weihnachten! Fritzchen ruft aufgeregt aus dem Wohnzimmer Richtung Küche: Mama, Mama, der Weihnachtsbaum brennt, der Weihnachtsbaum brennt! Da ruft die Mutter genervt zurück: Fritzchen, das heißt nicht, er brennt, das heißt, er leuchtet. Kurze Zeit später antwortet Fritzchen: Mama, Mama, jetzt leuchtet auch die Gardine. Was bekommen Männer, die sich nackt im Schnee wälzen? Schneeglöckchen. Und was bekommen Frauen, die sich nackt im Schnee wälzen? Eistütchen. Treffen sich zwei Schneemänner, fragt der eine den anderen: Sag mal du, ob du mir nicht mal 100 Euro leihen kannst? Ich bin so pleite, aber ich brauche unbedingt noch ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Da sagt der andere: Nee, tut mir leid, ich habe selber keine Kohle, aber frag mich doch nochmal im Frühling, da bin ich wieder flüssig. Da habe ich doch meine Freundin extra gefragt, ob sie zu Weihnachten ein neues Handy möchte. Daraufhin hat sie gesagt, über nichts würde sie sich mehr freuen. Na gut, dachte ich mir, habe ich ihr eben nichts geschenkt, war auch wieder völlig falsch. Zur Weihnachtszeit schreibt Oma Erna einen Brief an ihren Enkel Fritz. Darin steht: Lieber Fritz, zum Weihnachtsfeste wünsche ich dir alles Gute, Glück und Gesundheit. Sehr gerne hätte ich dir noch einen 50-Euro-Schein in den Umschlag gelegt, doch leider hatte ich das Kuvert schon zugeklebt. Liebe Grüße, deine Oma Erna. War ich doch gestern mit meiner Freundin im Lidl einkaufen, ne? Standen da überall diese leckeren Schokoladen-Weihnachtsmänner rum. Habe ich meine Freundin gefragt, ob ich einen haben kann, hat sie gesagt, lieber nicht, ich sei eh schon viel zu fett. Da habe ich so traurig geguckt, dass mir 10 fremde Frauen Schokoladenweihnachtsmann geschenkt haben. Lidl lohnt sich ja wirklich. Und morgen probieren wir's im Aldi. Der gute Weihnachtsmann, ein fleißiger Beamter und ein ehrlicher Politiker gehen gemeinsam in den Winterwald und finden einen Schatz. Wer darf den Schatz behalten? Hm? Der gute Weihnachtsmann. Die zwei anderen gibt's doch gar nicht. Der Weihnachtsmann kommt an Heiligabend in eine Wohnung, da liegt eine nackte Frau auf der Couch. Sie so: Komm. Da denkt sich der Weihnachtsmann: Lass ich mich jetzt drauf ein, komme ich auf jeden Fall nicht mehr in den Himmel. Lass ich mich nicht drauf ein, komme ich auf jeden Fall nicht mehr durch den Kamin.